Moin! Herzlich willkommen zurück hier zur weiteren Folge Let's Play LS17. Ja, Nordfriesische Marsch und so weiter und so fort. Wir haben hier das Problem, dass wir hier ja diesen tollen Mähdrescher haben, der nur noch rückwärts fährt mit Cosplay. Ich weiß nicht warum. Ich kann's nicht sagen. Und er fährt weiterhin nur rückwärts. Das ist mir jetzt auch zu doof. Ich lasse ihn jetzt rückwärts fahren. Und notfalls dresche ich dann eben seinen Part. Muss ich dann eben nachdreschen oder so. Keine Ahnung. So, hier stehen meine Abfahrer. Da hätte ich eigentlich auch nur zwei von gebraucht. Ja, auch schon mal gut zu wissen. Ich frage mich, was das hier soll. Ich frage mich, warum der hier immer zu weit fährt. Ach, weil er zu schnell fährt. Ja, alles klar. Logisch. Wahrscheinlich kann er nicht so schnell bremsen, weil er so schnell fährt. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Doch ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Nicht gut so schnell. Dann dauert das Ganze zwar ein bisschen länger, aber dann ist das so. Kann ich dann auch nicht ändern. So, was macht mein anderer Helfer. Der fährt irgendwie rückwärts quer übers Feld. Mein einer Drescher, der Rückwärtsfahrer. Ansonsten, der eine fährt ab. Der da fährt ab wahrscheinlich. Ja. Hinten fährt mein Lonesome Drescher, der jetzt vorwärts fährt. Ich kann mal die Geschwindigkeit wieder runterstellen auf einfach. Sonst laufen wir meine Produktion komplett aus dem Ruder. Entschuldigung, ich musste mal eben einen Schluck trinken. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. So, jetzt ist er erstmal gegen den Baum gefahren. Dann fang hier an zu dreschen. Das ist mir vollkommen Wumpe jetzt gerade. Hauptsache, du kommst irgendwann mal an. Hauptsache, du fährst nicht immer rückwärts. So, wo sind meine anderen? Wo sind meine Abfahr? Ja, das läuft nebenbei so relativ problemlos. Da kommt der Abfahrer. Sehr schön. Muss jetzt nur noch alleine da reinladen. Und das macht er wieder nicht. Oh, ist das ätzend. Warum nicht? Warum machst du das nicht? Scheiß Abfahrer.
Vielleicht etwas dicht rangefahren. Bei dem geht's doch. Wieso geht's bei dem anderen nicht? Sind beides identische Trecker, identische Gewichte, identische Überladewagen auf dem identischen Kurs. Bei dem einen geht's, bei dem anderen nicht. Verstehe ich nicht. So, ich fahre mal einen neuen Kurs ein. Hier war da, wie war das? Hier muss ich einen Pausepunkt setzen, ne? Ich hoffe, dass der Kurs so funktioniert. Fall 45 Überladewagen. So. Einfach einstellen. Und der eine Drescher, so ganz einsam und verlassen da hinten irgendwo. Steht auch kein Cosplay mehr dran, warum nicht? Wir gucken. Auch mal interessant, ne? Hier mal den Hafen von der anderen Seite zu sehen. Den sieht man ja sonst nicht so häufig.
das mit diesem Drescherverband ist natürlich schon cool. Welchen fährst du jetzt? Fährst jetzt hier zu dem ersten, okay. Ja, spannend ist das schon, ne? Wenn das alles irgendwie einmal richtig eingestellt ist, dann soll das wohl auch laufen. Und da unten kommt schon wieder mein Semi wieder, der alleine zum Dingens da gefahren ist. Der alleine zum Hofsilo gefahren ist, voll beladen. Und der jetzt durchdrehende Reifen hat. Weil er sich jetzt gedreht hat. Ja, also ich sehe, es stimmt irgendwas nicht so hundertprozentig mit der Lenkung. Das ist ein bisschen... nicht optimal. Ich gehe da auch bei. Aber wie gesagt, es hat jetzt nicht die höchste Priorität bei mir und es wird noch eben einen Moment dauern, bis das passiert. Schreiben wir uns mal so rum heute durch. Ja, er ist hier alleine, einsam und alleine. Oh, und er hat hier jetzt auch gleich schon die erste Runde hinter sich. Er hat sowieso hinter sich, ja. Klar, hier fehlt jetzt natürlich was. Weil... schon wieder durchdrehende Reifen. Das ist jetzt aber ätzend. Hä? Du darfst ja auch noch gar nicht fahren. Du bist auch noch gar nicht dran. Den lassen wir jetzt mal durchdrehende Reifen machen. Ist mir jetzt egal. Wo sind wir? Da sind wir. Das ist ja der mit dem neuen Kurs. Den möchte ich nämlich eben beobachten, wie der sich macht gleich beim Abbunkern. Er fährt schon zum Abbunkern, oder wie? Nee. Fährt er nicht. Ja, damit ist die Zeit auch rum. Wir gucken mal. So. Ja gut, der andere war, das war vorher also zu schnell. Alles klar. Ansonsten macht das schon echt Laune. Muss ich zugeben. Aber wir überziehen. Gucken jetzt mal, wie das hier mit dem Abbunkern funktioniert. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal ciao.
und vielen Dank.